So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, mein Klon, also mein Test, mein Klon, Subgame für mein Test, etc. pp. Direkt mal den Server starten. Ja. Warum mein Test? Weil eigentlich sollte jetzt ATS wiederkommen, also American Truck Simulator. Aber will das mal um eine Woche verschieben. Also mit der Aufnahme auf die nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche sind ja immer 16 Folgen, die ich aufnehme. Ich habe auch überlegt, ob ich das mal nur 8 Folgen aufnehme, aber nee, ich will in diesem 16er-Rhythmus bleiben. Das heißt, wir werden erst wieder in 2 Wochen sein. So, jetzt habe ich was hochgefahren. Weil ich warte bei American Truck Simulator auf ein DLC, was leider erst in 3 Tagen rauskommt. Von daher kann ich es heute noch nicht aufnehmen. Ja, also verschiebe ich das mal ein bisschen. Und ja, wir nutzen die Gunst der Stunde, noch mal ein bisschen My Test hier aufzunehmen. So. Das da war's, ne? Genau. Login. Ja. Nochmal hier bis auf unserer lokalen Welt ein bisschen weiter spielen. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich wollte Vollbild machen. Das da. So, und noch schnell den Fenstermodus schalten. Ah. Okay, also sagt immer erst den Fenstermodus schalten, wenn ich das Spiel gestartet habe, dann scheint OBS das ganz gut handeln zu können. Ja, das heißt, die Handwerker bekommen noch etwas mehr Zeit, um endlich mal Glasfaser hier zu installieren. Weil wir erstmal hier auf der lokalen Welt weiterspielen. Für die 16, nächsten 16 Folgen, ich meine, es ist heute schon der 12. November. Der Monat ist schon wieder halb rum. Und wir haben noch nicht mal einen Termin bekommen, wann die endlich mal hier sind. Das ist so traurig, Alter. Ich will endlich Glasfaser. Ich will endlich meine Server wieder haben. So, die Tiere hatten wir alle da. Wir haben bisher leider nur 2 Schweine. Mehr haben wir letztens nicht mehr geschafft. Das sieht bei so echt prächtig aus. Das sieht ganz gut aus. Geil, geil, geil. Ja, geil. So, ich würde gerne gucken, ob wir hier irgendwo uns mal ein bisschen in die Erde buddeln können. Hier sieht es doch gut aus. Wobei, ja, doch, das müsste funktionieren. Denn ich würde gerne so ein kleines Lager bauen, aber na, so als Art unterirdisches Lager. Aber halt nicht nach unten gebaut, sondern in so einen Felsen reingebaut. Das heißt, ich baue hier so eine kleine Schneise rein mit so einer Eingangstür. Dass dann in dem Felsen dann quasi unser Lager kommt. Und ich hasse sowas hier. Das sieht immer aus, als wenn die Bäume auf der Erde platziert sind. Warte mal kurz. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach den Baum abbauen, klar. Die Zeit eigentlich? Die Zeit vergeht, ja. Genau. Okay. War ich mir gerade nicht mehr so sicher. Genau, ich könnte den Baum einfach abbauen. Oder aber. Ich mache das, was ich privat immer mache. Ich gehe einfach dahin, klaue die beiden Erden und platziere halt das da. So, schon sieht es viel natürlicher aus. Das wäre noch so ein Ding, wo ich finde, das müsste man eigentlich in den Map-Gen integrieren. Es wäre ja auch nicht schwer. Alles, was er überprüfen muss, also alles, was er im Map-Gen gucken muss, ist, wenn ich hier einen Baum platziere. Bob. Ist unter dem Block von dem Baum links, rechts, also in allen 4 Richtungen, ein Block vorhanden? Wenn nicht, also in dem Fall zum Beispiel, da ist unter diesem Block links und rechts, was laber ich eigentlich, rechts und von davor, also bei den beiden Seiten halt Block und bei den beiden Seiten nicht. Das kann man als Map-Gen super leicht abfragen. Und dann könnte man einfach den unteren Block auch noch mit einem Holzblock ersetzen. Das wäre, ne, von der Technik her so einfach zu implementieren und würde halt so viel geiler aussehen, als immer hier diese Bäume, die an dem Rand stehen, wo du dir so denkst, das ist einfach da drauf platziert.
Das sieht halt nicht natürlich aus. Wisst ihr, was ich, wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr? Da bin ich immer, wenn ich selber irgendwelche Maps habe, bin ich immer dabei, so Bäume auszubessern, weil es einfach scheiße aussieht. Und ganz ehrlich, so groß wie der hier ist, ich wollte mal doch ab. Ich kriege mal schön viel Holz. Hätte ich ja direkt wieder an neuen Pflanzen. So. Ah, wie viele Saplings. Oh, hat sich ja voll gelohnt. Weil der mit dem zusammenhängt. Wird das schon wieder dunkel, sag mal. Was ist denn da los? Müssen wir aufpassen hier wegen Monster, ne? Ab jetzt spawnt ja alles. Wobei, noch ist nichts gespawnt, ne? Kann sein, dass wir so viele Tiere bei uns haben. Ach, guck mal, doch, da hinten sind jetzt ein paar Zombies gespawnt. Ne, dass wir so viele Tiere bei uns haben, dass quasi... Ach, du Scheiße. Einfach die Gesamtzahl der Tiere schon zu hoch ist. Oh mein. Mein Schwein ist weg. Das ist ja bullshitisierend. Wie gesagt, ne, umso mehr Tiere wir haben, ist ja, glaube ich, so eine Maximalzahl oder so. Oder irgendwie nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Weil eben, sonst waren die wesentlich mehr Tiere. Was? Haben wir dem gerade irgendwie in die Augen geguckt oder was? Der hat sich gerade zu uns kurz teleportiert oder denn direkt wieder weg teleportiert? Der Enderman? Ja, suspekt. Ja, wer weiß. Ja, brauchen wir erstmal direkt ein neues Messer, ein Schwert. Eichen. Dass dieses Eierlegen in letzter Zeit so viel Krach macht, ne? Du hörst halt richtig direkt, wenn irgendwas hier da ist halt so laut. So, weißt du was? Wir haben bisher relativ wenig hiervon. Das heißt, wir machen mal ganz kurz hier, genau. Du mit du. So. Und jetzt die anderen beiden. Du mit du. So. Dann haben wir hier direkt Modell. Geil. Jetzt haben wir schon 8. Sehr schnieke das Ganze. Ja, sehr schnieke. So. Ich wollte hier noch die Bäume wieder hinpflanzen. Also hier kommt einer hin. Dann kommt hier einer hin. Und weißt du was, hier kommt noch einer hin. So, dann haben wir wieder ein bisschen begrünt. So, und wir suchen uns mal eine Schippe. Eine Axt könnten wir uns auch gleich mal basteln. Und dann können wir nämlich mal direkt anfangen, da in den Berg rein zu baggern. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir hatten doch noch ein bisschen Eisen, ne? Ich muss also jetzt kurz gucken, ob hier bei OBS eigentlich alles stimmt. Sieht aber soweit gut aus. Okay, okay. Hab nämlich gerade einen Rechner neu gestartet. Also vor ein paar Stunden mittlerweile. Weil ich heute nach Nacht wieder Vollbackup gemacht habe. Deswegen, ne? Nicht, dass da wieder irgendwas soundmäßig nicht hinhaut. Aber es sieht ja alles gut aus. So, wir haben gerade mal 7 Eisen. Ansonsten haben wir noch diverses Roheisen, ne? Oh, wir haben jetzt aber noch ein bisschen Nuggets. Genau, wir haben hier 40 Roheisen gerade. Okay, doch nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, wir hatten schon ein bisschen mehr, aber nö. Nö, so viel haben wir gar nicht, tatsächlich. Okay. Oh, guck mal, wir haben sogar noch eine Schippe. Ah. Sehr schnieke. Da brauchen wir ja bloß bald eine neue Axt, ne? Also hier eine Spitzhacke. Ja, okay, das heißt, so und so. Und brapp. Oder haben wir noch eine hier? Nö. So, und als nächstes. Hier waren immer 8, ne? Ah, ne, doch 9. Oh, da reicht ja gar nicht für so viel. Dann bringt es eigentlich fast gar nichts. Okay. Dann lasse ich aber doch hier liegen, weil er fehlt nämlich noch 2 zu 3. Also 2, damit 3 Eisennuggets rauskommen. Ja, ich hatte hier nur 5. Wow. Ne, weil ich dachte nämlich, sind immer 8 und dann wäre es genau 3 gewesen und gerade mal einer zu viel. Auch den hätte ich dann wegwerfen können. Aber 7 Stück wegzuwerfen, nee, das ist dann. Das lohnt sich dann doch aufzuheben. Und wenn es sich lohnt, die aufzuheben, brauche ich sie auch nicht umdeichseln, weil. Ne, wozu? So, die kommt damit rein, das auch.
Was, hier haben wir ja noch diverses. Haben wir noch Pflanzen? Hier haben wir noch ein bisschen Pflanzenzeug, okay. Dann würde ich das nämlich auch. Da würde ich das nämlich auch gerne mit in die Kiste hier reinschmeißen. So. Bam. Okay. So. Du kommst hier auch raus. Du bist nämlich hier mit drin. Die Kiste ist aber auch schon wieder sehr unübersichtlich. Vor allen Dingen auch sehr voll, was aber daran liegt. Dass hier diverse einzelne Dinger sind. Die nehme ich mal alle raus und werde die in Zukunft mal essen, damit die mal wegkommen. Weil dadurch, dass sie halt nicht stacken, verbrauchen die halt unendlich Platz. Ja, schon ist die Kiste viel leerer. Und Schüler. So. Da kommt noch rein. Halt. Der versteckt sich da so gut. So, und dann, war ich klar, fang gerade an mit den Aufnahmen und schon meckern meine Kopfhörer wieder Battery low. Leck mich doch am Arsch. Gut, wir haben eine Schippe. Da ist sie. Wir haben eine Spitzhacke. Da ist die nächste. Und da würde ich mal sagen. Ja, Karl hat gefrühstückt. So, ich würde mich gerne hier reinbauen. So, in, also aus, auf die Flucht. Ja, dann haben wir da Bäume, hier so Bäume. Und dann hier haben wir nichts. Und deswegen macht sich hier mit der Flucht ganz gut. Das heißt, wir machen erstmal hier die vorderste. Warte mal, wir machen was mit dem. Hier sind zwei. Machen wir auch zwei und dann machen wir hier gerade. Genau, hier ist sowieso ein bisschen abgerundet. Okay. So, und jetzt geht es hier so ein bisschen rein. Das heißt, auf der Linie würde ich hier so reingehen. So, genau. So, bis da hinten. Ab hier lohnt es sich dann so ein Dach zu installieren, von der Höhe her. So, das heißt, du kommst weg, ihr beide kommt. Ne, müsst ihr eigentlich andersrum sein, ne? Halt. Wobei, ich könnte auch so machen, kann der auch gleich weg hier. Ganz ehrlich. Hoi. Also, das kommt, nein. Das kommt. Das kommt. Ja, genau. So, dann kommt das hier. Dann kommt das. Und dann kommt das so. Ups, hier habe ich das ein zu viel abgebaut. Ja, das ist eine perfekte Rundung hier. Ist doch geil. So, jetzt auf der Seite das gleiche. Klar, hier soll es symmetrisch aussehen, weil der Eingang ist ja eh künstlich erzeugt, ne? Von daher. So, machen wir hier noch ein bisschen. So, sieht dann hier eigentlich die Front überall schön aus. Ja, doch, ich sehe erstmal keine Bäume, die hier auf dem Anhang rumstehen. Ja, sieht alles gut aus. Okay. Ja. Siehst du, so sieht es viel, viel besser aus. So, ne? Als irgendwie nicht so. Oh, hier. Nur die restlichen sind so weit weg. Da interessiert es nicht wirklich. Aber Hauptsache hier in meiner direkten näheren Umgebung sieht es ein bisschen schöner aus. Denn schöner macht Döner. Oder was andersrum? So. Den kann man hier auch wirklich einsetzen. So ungefähr. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Ich mache hier jetzt mal Dreierbreite weg. Perfekt. Okay. Dann, so hier auch noch. So. Denn dann können wir nämlich jetzt, muss ich mal kurz überlegen. Ich würde gerne hier die Seite, also hier nur so stabilisierte Seitenwände machen, aber ich glaube, die mache ich direkt aus
Cobblestone, ne? Ich habe überlegt, ob ich die aus Cobblestone mache, die Wände hier, oder aus Stone Bricks. Aber ich glaube, man Cobblestone. Nee, sieht doch schon. Ja. Hier hat man keine so schöne Steinstruktur, weil die Textur so niedrig abfließend ist. Oh gut, da wird also doch Stone Bricks. Gut, die kommen hier auf jeden Fall auch weg. Ungefähr. Ne, genau, die Reihen müssen auch weg. Denn der Boden ist ja auf der Höhe. Das heißt, hier die Wände sieht man. Das heißt, ich dann ein bisschen weg. So, genau. Und jetzt kann man dann ab hier oben irgendwie so ein Holzbrett installieren. Das lohnt sich dann von der Höhe her auf jeden Fall. Okay, wir brauchen Stone Bricks. Da brechen wir uns hoffentlich keinen ab. Okay. So, haben wir Steine? Wir haben. Ja. Sehr gut. Natürlich auch wieder ein zu viel. Ach guck mal, wir haben sogar noch direkt Stone Bricks. Sehr geil. Okay. Wir sollten hier mal paar Wände installieren, gell? Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Aber gut. So. Wie waren's? Hier waren zwei. So ungefähr so. Und so. Und die macht ja noch direkt auf gleich auf Zweierhöhe. Hat der gut funktioniert? Ist das gut, wenn es so schmal ist? Oder sieht es denn doch zu eng aus? Hä, wird schon wieder dunkel? The fuck? So spät kann es doch noch gar nicht sein. Wie schnell vergeht die Zeit hier in Game? Okay. Ja, nee, ich finde es mit einem doch zu dünn. Oh, okay. Das heißt, wir machen die nochmal weg. Oder machen wir doch lieber den Eingangsbereich 3 breit und erst, ne, also die Tür ist natürlich trotzdem nur eine Tür, klar. Aber die Schneise machen wir dann noch ein bisschen breiter. Weil das mit einer Breite sieht dann doch zu kacke aus. Ja, es wird echt wieder dunkel, Alter. Das sieht doch ja nicht. Wie schnell ist die Zeit eingestellt? Klar, stimmt. Eben ein ganzer Tag-Nacht-Zyklus sind ja 20 Minuten. Nicht ein Tag-Zyklus. Ja klar, das ist also 10 Minuten gerade mal Tag. Da ist erklärt dann durchaus, warum so schnell wieder dunkel ist. Deswegen dieser Standardwert von 72 ist halt viel zu hoch. Da kommt es ja zu gar nichts. Deswegen, also wenn ich auf dem Server Tag-Nacht-Zyklus mache, dann auf jeden Fall Maximum 24. Maximum. Eher so Richtung, ja, vielleicht so. Ich persönlich würde eher so mit 12 spielen oder so, ne, dass man eine Stunde Tag hat und dann eine Stunde Nacht, dass man sich an den Zustand auch gewöhnen kann und nicht ständig hier am, keine Ahnung, ne? Und so. Ja. Okay, ist wieder Tag. Sehr gut. Zu dem. So, das heißt, wir müssen das Ganze noch mal ein bisschen überdenken, wie wir das. Ich meine, so viel überdenken müssen wir gar nicht. Wir müssen einfach nur hier die Seiten nochmal wegnehmen. Wir müssen die Flanken wegflanken. Und das kann man natürlich relativ nah an den Baum hier. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich entfernen. Andererseits, ich gucke erstmal. Vielleicht, ich lasse den erstmal da. Und wenn ich dann final weiß, wie es hier aussieht, dann können wir immer noch entscheiden. Also, ich. Ob wir den entfernen oder nicht. So, das heißt, die. Also, sie ist natürlich super breit aus, ist klar. Aber ist ja normal, weil die soll ja noch. Sowas. So. Warum ist. Hier sind zwei, hier ist einer, müssen hier wieder zwei sein, ist richtig. Aber hier ist es irgendwie falsch. Der hier ist falsch. So. Bam, bam, bam. So. Und da waren die Stonebricks auch leer. Zum Glück brauchen wir für die Stonebricks kein Crafting-Table. Nehmen wir gleich alle. Ja, komm, ganz ehrlich. So.
Das sieht doch gut aus. Ich mache mal den hier nochmal weg. So rein wegen der Ästhetik. So, hier machen wir nochmal nur eine Steinreihe drauf. Boink. Oh, hat der geklappt. Nice. Ich bin der Donkey Kong. From the Minecraft. So, jetzt muss ich überlegen. Auf welche Höhe mache ich die Holzdecke? Okay, komm. Ich mach den mal weg. Dankeschön. Denn ich möchte gern den und den hier weg haben. Und würde nämlich gerne auf der Höhe hier eingehangenerweise ich kann ja nicht springen, ne? Doch, kann ich. Doink. So auf der Höhe. Oh, komm ich da ran? Ich komme gleich dran. Mist. Komm ich so ran? Ich komme nur bedingt an den hinten komme ich nicht ran. Scheiß jemand an. Ja komm, ich guck mal. Oh, ja, ich mach's einfach so hier. Müsst ja passen. So. Ne, da hat man jetzt hier eingehangene Holzdecke. Die dann quasi hier auf der Erde lehnt. Ein bisschen. Weil hauptgetragen wird die dann natürlich hier durch die Steinwand, die noch rein muss. Ungefähr so. Da sieht doch gut aus. Perfekt. Sehr geil. So, dann kommt hier noch mal raus. Da mache ich noch mal Cleanstone rein. Oh, habe ich jetzt nur noch einen einzigen. Damn it. Yay. Na gut. Und dann kommt in die Mitte halt noch eine Tür rein. Ne? Und dann kannst du direkt übergehen in den eigentlichen Lagerraum. So, wir haben kein Cleanstone mehr. Dann clean ich mal ein bisschen Stone. Du kommst da rein. Kohle brauchen wir auch noch. Das macht Sinn. Wir machen erstmal. Ach komm, hier. Ganz ehrlich. Let's go. Das wäre jetzt nicht so viel Kohle, aber. So viel Stone haben wir bei sowieso auch nicht mehr, ne? Ja, wir haben nicht mehr so viel Kohle, aber ja, müssen wir mal wieder sammeln. Ich meine, wir brauchen jetzt auch in naher Zukunft nicht so viel Kohle, ne? Aber trotzdem ist 12 ein bisschen wenig. Jojo. So, während der schmort, können wir eigentlich schon mal hier gucken, wie wir jetzt ein bisschen mal hier mit den Wänden mal vorwärts kommen. Holz haben wir auch nicht so viel. Ich bin noch nicht sicher, ob ich hier das gleiche Holz nehmen möchte oder ob wir da, wie gesagt, ein bisschen variieren wollen. Andererseits. Fuck, das ist ein Holzhaus aus Stelzen. Das kann also auch wie ein Holzhaus aussehen. So, machen wir mal so. Haben wir noch ein bisschen Holz über. So, die Frage ist... Genau, ich wollte eine Etage 4 hoch machen. So. Und wie groß machen wir das Fenster? Das ist direkt so groß. Ich meine, das wäre natürlich geil, wie die Meeting... Mit dem Seeblick hier. Ja, ganz ehrlich, let's go. Schön große Fenster. Why not? Ja, eigentlich können wir hier zu allen Seiten große Fenster machen. Sie überall schon eine Aussicht. Let's go. So muss das sein. Hey, halt. Da bin ich nicht mit einverstanden. Bam. Halt! Aus jetzt hier.
Auf dieser Seite habe ich aber keine Fenster, weil es lohnt sich hier nicht wirklich. Bin ich der Ansicht. Ich meine, ich kann ja mal gucken. Nee. Nee, da gibt es nicht so viel zu sehen. Und man hört es alle. Verdammte Mist. Ja, let's go. Komm mal. Wir müssen also auf jeden Fall noch ein paar mehr Bäume wegklatschen. Uns geht das Holz aus. So, voilà. Haben wir endlich mal ein bisschen Wände drin. Ne? Glas brauchen wir noch. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich die Fenster überhaupt aus Glas machen möchte oder ob ich da nicht lieber wieder so eine Holzfans mit Holz dann arbeite. Also hier ist so ein Scheiß. Wobei das ist natürlich hier das falsche Holz ist, ganz klar. Ne, glaube ich, gehe mit Glas. Haben wir Sand? Ja, wir haben Sand. Brauchen wir natürlich noch mehr Kohle. Wir müssen auf jeden Fall Kohle sammeln. Ich glaube, wir machen nächste Folge erstmal eine Kohle-Folge. Ja. Das wird so nix. Sehe ich irgendwo Kohle so aus dem Augenwinkel heraus schon? Ich meine, da ist eine Höhle. Wieso haben wir nur so wenig Kohle, sag mal? Wir waren in so vielen Höhlen und keine Kohle bisher. Aber die immer liegen lassen. Mann, sind wir dumm. Oh, keine Kohle. Keine Kohle whatsoever. Da hat sich gerade die Schafe sind ja ausgebrochen. Obwohl, vielleicht sind sie es auch. Ich weiß nicht, wie viele Schafe wir hatten, aber ich glaube, 4 ist eine gute Zahl. So, keine Ofen jetzt mal fertig sein hier. Achso, siehst du, wir können eigentlich auch mal die Dinge hier austauschen. Da brauchen wir also 3 Stairs. Wir brauchen ja sowieso viel mehr. 4, okay, geht da eigentlich. So. Aber ich glaube, mit 4 kann ich auch gut arbeiten. Es wird schon wieder dunkel. Du kriegst die Tür nicht zu. Mit 4 kann man gut arbeiten, verdammt. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Bausubstanz. Mit 4 kann man gut arbeiten, denn ich kann jetzt so eine hinsetzen. Hier sieht es natürlich ein bisschen komisch aus. Egal. Und jetzt kann ich hier eine quer hinsetzen. Und hier unten ein Block. Schon sieht es ganz gut aus. Geilomato, und ab ins Bett. Gut. Da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge zur Kohlesammelaktion wieder. Bis dann.